Gummibärchen machen halt einfach glücklich. Dabei sind das gar keine Gummibärchen. Das sind Gummimäuse. Guck. Das sind die aus dem Europapark. Da war ich am Dienstag mit meinem Sohn. Und jetzt sind sie so, oh, ich war auch im Europapark. Oh. Oh, sagen wir nochmal, Gefahr aus dem dunklen All. Ja, ich bring's schnell hinter mich, dieses Astronauten-Level. Ich mag die gar nicht. Oh, wie cool. Ja, volles Schnäppchen. 2,50 Euro für die kleine Packung. Wie viel ist da drin? 125 Gramm. 2,50 Euro. Ne, 2,90 Euro. Entschuldigung. Ich hab abgerundet. Da hat sauteures Zeug, das Ding, ne? Was erwartest du in einem Freizeitpark? Ich habe zwei Flaschen Getränke geholt, weißt du? Für mich eine Cola und für meinen Sohn einen Apfelschorle. Zwei Getränke, 9 Euro. Und jetzt kommst du. Boah, es ist einfach so teuer geworden. Zum Glück, der Zucker. Wer weiß, welche Gefahren lauert. Ich komme für alle Fälle mit. Okay, lauern Gefahren auf mich. Aber ich bin doch Super Peach. Niemand kann mir was anhaben. Wir sollten uns beeilen. Ich weiß noch, als wir damals im Disneyland Paris gegessen haben, als ob wir ein fettes Menü gegessen hätten. Es ging tatsächlich. Also das Mittagessen habe ich im spanischen Teil gemacht. Also im spanischen Teil habe ich zu Mittag gegessen. Und da habe ich was für 16 Euro gegessen. Das ging sogar noch, finde ich. Es war zwar nicht so, also es war nicht sonderlich viel, aber vom Preis her war das okay, fand ich. Aber, also für eine Hauptmahlzeit 16 Euro, das geht. Aber eben, für alles andere zahlst du halt saumäßig viel. Also für ein Wasser 4 Euro, du zahlst für ein Wasser 4 Euro. Für eine Kugel Eis 2,40 Euro. Das ist echt extrem, finde ich. Einmischung unerwünscht. Ja, du bist unerwünscht, geh weg. Oh nein, der Professor wurde gefangen. Wir müssen schnell was unternehmen. Vor allem schnell, ich kann doch nicht beeinflussen, wie schnell das Ding hier fährt. Ja. Gib mir gar nichts. Ja. Ja. Oh, ach so. Ich muss die da hinten besiegen. Jetzt habe ich es verstanden. Oh Gott, Hilfe. Oh. Hui. Also ich kann mich auch umdrehen. Ich war es vorhin von dem Fliegen so gewöhnt. Da konnte ich nur in eine Richtung gucken. Okay. Ist das der... Ja, der erste. Schwein gehabt. Professor, ich rette dich. Angriff der Heldin. Ach, guck mal, ich bin wie eure Heldin, Leute. Es muss Ryan sich wieder melden. Ja, unsere Heldin. Für den Kleinkram, weil man das öfter kauft, gerade mit Kindern. Ja, ist halt echt so. Unverschämtheit. Ich mal gleich mal beschweren gehen. Oh, ich muss mich beeilen, glaube ich. Okay, Alter. Muss ich mich verarschen? Alter. Wie schnell er unterwegs ist! Boah, jetzt. Ja. Muss ich mal zwischendrin abfangen. Oder wieder Gummibärchen, damit ich wieder Motivation habe zu kämpfen. Hier kommt der Anzeigenhauptmeister Toffee raus. Genau. Geh dabei hin und beschwer mich. Hat man irgendwas verpasst? Hätte sein können, dass man irgendwo noch einen Stern hier erwischt oder so. Nein. Sieht nicht so aus. Dem scheint nicht so zu sein. Aber hier. Was ist eigentlich aus dem Anzeigenhauptmeister geworden? Der wurde doch verprügelt, habe ich gehört, ne? Der wurde doch so richtig vermöbelt. Ich halte ja nichts von Gewalt. Aber er hat es auch ein bisschen provoziert, muss man sagen. Aber ich finde es nicht richtig, was da gemacht wurde. Aber ehrlich gesagt, finde ich seine Verhaltensweise auch nicht unbedingt gerade richtig. Klar, er vertritt das Gesetz in der Hinsicht. Also er macht ja nichts, was nicht auch im Gesetz verankert ist. Glaube ich zumindest, was ich jetzt so gehört habe. Aber sich den Unmut der Gesellschaft dazu aufzuladen, ist vielleicht auch nicht unbedingt gerade der Sinn der Sache, ne? Keine Ahnung, ich habe nur gesehen, dass er jetzt irgendwie in eine Diskotheken auflegt. Echt jetzt? Hoffentlich hält er sich dabei auch ans Gesetz. Um 22 Uhr keine Lautstärke mehr, ne? Die Sicherung sollte ich knacken können.
Hm? Oh oh. Und? Ah. Verschaff mir etwas Zeit. Ja, ich versuch's. Ups, nein! Oh Gott. Ich versuche hier schon abzufangen, aber ich bin zu schlecht. Und? Yeah. Nice. So will ich das sehen. Ich rette dich, Professor. Oh. Ja, das hat nicht ganz geklappt. Nee, geht nicht an den Professor. Nein, nicht an den Professor. Alter. Na, ich treffe die nicht. Nicht an den Professor. Ich weiß nicht, wenn der gestört wird, kriege ich einen Stern nicht mehr wahrscheinlich, oder? Habe ich es geschafft? Ja! Oh, Schweinger. Wie? Oder was legt denn der für Musik so auf? Sowas wie I shot the sheriff. But I did not shoot the deputy. Weißt du, I shot the sheriff. Ich habe den Sheriff erschossen. Anzeigen, Hauptmeister. Ach, das war überhaupt nicht witzig, Toffi. Welche Schmach! Hallo, Tammy! Wir müssen nun fliehen. Was war das? Ich weiß es nicht. Ich habe das nur kurz auf Insta gesehen. Aber anscheinend zieht der die Leute an. Solange er sie nicht auszieht, ist alles gut. Keine Angst. Wir sind echte Helden. Wir sind echte Helden. Woo. Das sah cool aus. Auf geht's. Der Professor kann da auch. Er hat ein super Hirn oder sowas. Ich wusste, dass es kommt. Doch, wie ist der wieder viel zu vorhersehbar? Okay, hab bestimmt einen Stern verpasst, oder? Aber alles konnte ich nicht kriegen tatsächlich. Das war nicht möglich. Und. Okay. Oh. So, hier kann man aber alles kriegen, glaube ich. Weil jetzt müssen wir uns nur Zeit lassen. Wir müssen ein bisschen weiter hinten bleiben, glaube ich. Uah. Und wir machen wieder alles kaputt. Wir räumten das am Ende wieder alles auf. Oh. Oh. Ja. Nice. Oh, oh. Hier kommt ein dicker Brocken. Yes. Achso, ich muss Button Smashing machen. Prozent Level, Leute. Ich habe einen Lauf. Die Gummibärchen helfen. Ich wusste gar nicht, dass Gummibärchen so eine große Wirkung haben. Hallo, Bloomwings. Wer hätte das gedacht? Zucker einfach ein Booster. Ich glaube auch, ne? Dabei esse ich momentan dann nicht so viel Zucker. Vielleicht noch mal einen ordentlichen Schluck trinken. Das sättigt auch. Boah, wie viel in so ein Toffee reingeht, ne? Die Gerechtigkeit siegt. Oh, schön. Wir haben echt nicht mehr so viel, ne? Bis das Ding fertig ist. Wir haben noch das Level oben. 1, 2, 3, 4. Mama, 1, 2, 3, 4? Nee. Doch 1, 2, 3, 4, das Level oben und den Boss. 5 und noch ein Boss. Sollen wir die uns fürs nächste Mal aufbewahren und jetzt einen Spielwechsel machen? Ich überlege gerade. Weil ich glaube, wenn ich jetzt weitermache, bin ich, glaube ich, motiviert durchzuspielen. Ich glaube, wir würden das heute noch durchgezogen kriegen, das Spiel. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Lust habe, das wirklich noch bis zum Ende durchzuziehen. Viele Level sind es ja tatsächlich nicht mehr. Ich bin unsicher.
Sollen wir eine Umfrage machen? Mir ist das egal. Das ist schön, Jana. Ich würde es machen. Machen wir mal eine Umfrage. Jana, Ryan, Lenya, einer von euch dreien dürfte gerne eine Umfrage machen. Weiterspielen oder Spielwechsel? Aber nur eine ganz schnelle, so 3 Minuten oder so. Also nicht allzu viel Zeit investieren für eine Umfrage. Ich kann mir noch ein bisschen essen. I shot the sheriff, but I did not shoot the Ohrwurm. So, ihr könnt abstimmen, Leute. Dankeschön, Jana. Weiterspielen oder Spielwechsel? Wir hätten nicht mehr viel zu tun. Es könnte sein, dass wir heute das Spiel durchspielen. Es liegt an euch. Möchtet ihr, dass wir das Spiel heute noch durchspielen? Oder möchtet ihr... Also, ich hätte mit beidem eigentlich nichts... Also, wirklich, beides wäre okay. Ich sage ja nur, wenn ich nämlich ein Spiel wechseln wollen würde, dann würde ich es wahrscheinlich eher jetzt machen, weil ich weiß nicht, ob ich danach noch Lust habe, Spielwechsel zu machen. Weil wenn ich jetzt mit dem nächsten Level weitermache, dann wird es immer weniger und dann habe ich Lust, es einfach durchzuspielen. Deswegen, wenn Spielwechsel, dann lieber jetzt. Sonst wird es vielleicht nämlich nichts mehr, ne? Auf welches Spiel hast du denn Lust? Ich bin mir noch unsicher. Ich überlege, also ob wir mit Paper Mario weitermachen. Ich hatte auch überlegt, ich habe da schon Vorbereitungen für Zelda gemacht. Dann könnten wir auch Zelda. Tricky Doors habe ich ja vorhin schon angekündigt. Können wir auch gerne mal wieder ein bisschen weiterspielen. Ja, das wären so die üblichen Kandidaten, die ich gerade so im Kopf habe. Dann hättest du wenigstens ein Spiel mal beendet. Weißt du, wenigstens. Ich habe schon so viele Spiele in meinem Leben beendet, ne? So viele Spiele in meinem Leben beendet. Ich habe ja schon einige beendet, tatsächlich. Gut, dieses Spiel ist jetzt nicht lang, also sonderlich lang, ne? Wenn man das jetzt auf 100% machen wollen würde, dann wäre es natürlich ein bisschen länger. Weil an gewissen Sachen sitzt du da schon noch ein bisschen länger dran. Also als ich an Offscreen das ein oder andere Level tatsächlich hatte, wo ich dann hier die Sterne geholt habe, das war nur den ersten Etage, da habe ich mir bei allen Leveln dann nochmal die ganzen Sterne geholt, um mal wieder ein bisschen reinzukommen in das Spiel. Da habe ich dann überlegt gehabt, wie lange ich da jetzt dran gesessen habe und wenn ich das im Stream nebenher noch mit Quatschen und so weiter gemacht hätte, hätte sein können, dass ich noch viel länger dran gesessen hätte. Also ich glaube, wenn wir jetzt alles machen, wenn wir 100% machen, würden wir, glaube ich, nochmal mindestens 4-5 Stunden hier dran sitzen, glaube ich. Wenn wir alles 100% machen wollen würden und ich mit euch quatsche oder sowas. Also ja, oder sagen wir mal 4 Stunden, würde ich sagen, würde ich nochmal dran sitzen, glaube ich. Aber das ist nicht meine Intention bei diesem Spiel. Da habe ich jetzt keine Motivation, hier im Stream da die 100% zu holen, weil ich finde, ich persönlich finde, der Unterhaltungswert liegt hauptsächlich bei diesem Spiel darin, die ganzen Level das erste Mal mitzuerleben, weil dieser Überraschungseffekt da ist, allein schon wegen den ganzen Verwandlungen, die ja leider alle schon durch sind. Die ganzen Verwandlungen kennen wir ja jetzt schon. Aber dieser, oh wow, und das und dies und jenes, es ist irgendwie so das Interessanteste. Und ich glaube, das Sammeln von den ganzen Sachen, das würde ich dann offscreen erledigen, weil das ist ja irgendwie dann auch langweilig. Gesehen haben wir die meisten Sachen, die wenigsten Sterne sind für uns unbekannt. Die meisten haben wir halt einfach nur nicht erwischt oder halt eben schlechtes Timing gehabt oder so. Und ja, ihr könnt nur noch ein paar Sekunden abstimmen, aber ich glaube tatsächlich, ihr habt euch entschieden für Weiterspielen. Dann spielen wir jetzt weiter. Mit ein bisschen D'Artagnan Peach und Gummibärchen. Gummibären landen alle in meinem Mund. Ich kau auf ihnen rum, so wie ich's brauch. Das sind die Gummibären. Beziehungsweise Gummimäuse. Die schmecken aber echt gut aus dem Europapark, muss ich sagen. Für 2,90 Euro schmecken wirklich gut. Ich würde dir empfehlen, nicht 100% zu machen, weil Domtendo ist bei 100% ausgerastet. Echt jetzt? Bei dem Spiel? Ich meine, ich habe ja auch nicht alles erwischt, aber da war jetzt nichts dabei, wo ich sage, wow, das ist sau schwer. Es kommt drauf an. Vielleicht kommt ja noch ein Hardcore-Level, das kann sein, aber Mustang-Schrimp, hallo. Also ich bin gespannt. Das macht mich jetzt aber echt wirklich ein bisschen, das interessiert mich jetzt ein bisschen, wie das, warum. Oh, was ist das denn? Soll ich da reinspringen? Ach nee, das ist Detektive. Das ist ja gar nicht D'Artagnan, das ist Persona Peach. Meister Dieb Funkeli. Du bist doch... Mein Glück hat mich nicht verlassen, hör zu. Es gibt 4 Schlösser, entriegel sie für mich. Okay.
Rastet der nicht bei jedem neuen Spiel aus? Manchmal würde ich es mir wünschen, dass er ausrastet, ehrlich gesagt. Oh Gott, Hilfe! Schlechtes Timing. Gerade bei diesen ganzen Dingspielen, wie heißen sie? Jump'n'Runs, da ist er zu skillig. Oh Gott, Hilfe! Hä? Aber wie hätte ich das machen sollen? Er skillt halt ewig krass, finde ich. Oh Gott, hör! Alter. Boah, das ist voll schwierig. So viel zum Thema. Wann soll ich denn abspringen? Aber ich muss sagen, sogar bei dem habe ich mir selber gedacht, WTF. Echt jetzt? Ist es? Oh Gott, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie die 100% hier werden. Ja. So, warte. So. Ich bin einfach zu schlecht. Oh, warte. Ich muss mal was sammeln. Oh, warte. Ich fahre noch mal eine Ehrenrunde. Ich wollte nur mal sichern, dass da unten nichts ist. Keine Ahnung, schau den nicht. Ich höre immer nur, wie er, wieder, dass er da und da ausgerastet wäre. Früher ist er aber, glaube ich, schlimmer gewesen. Beziehungsweise, nee, würde ich noch nicht mal so weit gehen, dass ich sage, dass er früher schlimmer gewesen ist. Aber, vielleicht ist er jetzt ein bisschen, selbstkritischer geworden. Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt wo er, YouTube und, Twitch macht er ja eigentlich, oh Gott, Twitch macht er ja eigentlich auch, dadurch ist er ein kleines bisschen, oh Gott, anspruchsvoller an sich selbst geworden. Er will ja dann wirklich auch abliefern, ne? Und das kann ich irgendwo auch nachvollziehen, wenn du das Ganze dann auch wirklich auf beruflicher Basis machst und sagst, du willst am Ende des Tages halt auch wirklich Skill zeigen, um halt eben dementsprechend gewürdigt zu werden aus der Community oder sowas. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, so weit würde ich gar nicht gehen, aber vielleicht ist er so. Bitte. Vielleicht will er das halt einfach. Aber er ist, glaube ich, ein bisschen selbstkritischer geworden. Früher ist er zwar auch ausgerastet, eher auf lustige Art und Weise. Und jetzt ist es wahrscheinlich eher so, dass er sich gefühlt, also genötigt fühlt, halt wirklich was abliefern zu müssen. Und ich glaube, er müsste sich diesen Stress gar nicht machen. Glaube ich. Man hat richtig gesehen, wie er erwachsen geworden ist in der Zeit. Ich habe ihn damals aber auch geschaut, als ich ein Teenie war. Ich habe ihn früher sehr, sehr gerne geschaut. Und dass ich ihn jetzt nicht mehr schaue, heißt ja nicht, dass er schlecht geworden ist. Das heißt einfach nur, dass meine Interessen sich auch geändert haben. Ich zum Beispiel schaue eigentlich YouTube und Twitch fast gar nicht mehr, weil ich einfach mich persönlich aktuell mit anderen Dingen beschäftige. So, da. Weil ich mich momentan halt mit Manga-Lesen beschäftige oder halt eben mit Netflix-Serien oder was es halt sonst noch so gibt. Warte, möchte ich mal rüber? Ah, ich bin doch nicht doof. Mal kurz gucken, ob da noch... Und jetzt? Was ist das jetzt? Die war einfach nur unnötig, die Plattform, oder was? Okay, warte mal. Ja, also ich beschäftige mich momentan einfach mit anderen Sachen. Es heißt nicht, dass es schlechter geworden ist. Aber was ich halt eben schade fand, ist, ich habe zum Beispiel die Folgen früher gerne geguckt, die er mit Juli aufgenommen hat, mit seiner Freundin, mittlerweile Frau, die haben ja geheiratet. Und damals war das alles irgendwie noch lustig. Es war irgendwie cool und lustig, es hat Spaß gemacht und so. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, also ich habe zwischenzeitlich mal wieder reingeguckt und da fand ich tatsächlich einiges einfach nur anstrengend. Weil es irgendwie es wurde zur Verpflichtung irgendwie. Oh Gott, Hilfe. Okay, warte mal. Was mache ich denn hier? Ach, jetzt weiß ich, was ich... Ja. Okay, ja. Das fand ich auch mal sehr witzig, diese alten Mario Party Games mit den beiden. Ja, vor allem, Ding habe ich immer gerne geguckt hier, wie heißt es? Was war's? New Super Mario Bros. U und New Super Luigi U.
habe ich wahnsinnig gern von den beiden geguckt. Das war so lustig. Es war so, weil die halt auch mit Herz und Seele dabei gewesen sind. Die haben Fehler gemacht und das war einfach lustig und das war toll. Und später habe ich mal ein paar Together Let's Plays von denen geguckt und habe mir so gedacht, so. Ernsthaft? Wieso nehmt ihr das so ernst? Weil er war auch sehr kritisch mit ihr dann. Und er hat dann halt wirklich auch jeden Fehler und so, ja, jetzt streng dich doch mal an und so. Und ich denke mir so, ja, wieso nehmt ihr das denn jetzt so ernst? Früher war das doch auch irgendwie lustig, dass ihr euch halt einfach ja, gegenseitig so ein bisschen geneckt habt. Warum muss das denn jetzt so schlimm sein? Das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber das ist vielleicht nur meine persönliche Empfindung in der ganzen Geschichte. Mario Kart war auch immer so lustig. Ah ja, stimmt, Mario Kart habe ich auch gerne geguckt. Siehst du, ja. Siehst du, also, es war ja nicht alles. Ich würde niemals so weit gehen und sagen, dass das schlecht war. Dass er schlecht geworden ist oder sowas. Ganz und gar nicht. Alles gut. So, jetzt hole ich mir erstmal das Zeug da. Kohle, Kohle, Kohle. Auch Gronkh, muss ich ganz ehrlich sagen. Gegen Gronkh darf man ja mittlerweile fast nichts mehr sagen. Oh, au. Achso, warte mal. Ah, so. Weil gegen das Urgestein Gronkh darf man nichts sagen, weil das ist ja, wenn du was Negatives gegen Gronkh sagst, oh mein Gott. Aber es ist halt so, dass er halt sich auch irgendwie, ja, vielleicht habe, wie gesagt, auch hier wieder habe ich mich vielleicht ein bisschen zu sehr verändert, aber ich finde, das, was er macht, finde ich nicht mehr, ist nicht mehr das, was ich jetzt machen würde. Oder beziehungsweise das, was ich jetzt gucken würde, ne? Oh Gott, Alter! Oh Gott, das war knapp. Habe ich noch alle? Habe ich sie noch alle? Nein, ich habe den zweiten verpasst, nein! Jeder Mensch entwickelt sich ja weiter und dann gehen Interessen oder die Arten auch mal auseinander oder das, ohne das Böse zu meinen, das ist einfach menschlich. Ja, genau. Es gibt auch Freunde, von denen habe ich mich distanziert, aber auch nur, weil ich mit der Art und Weise, wie unsere Freundschaft sich entwickelt hat, einfach auch nicht mehr klargekommen bin. Da hat man sich auch nicht im Bösen getrennt, man hat einfach andere Interessen entwickelt und die Interessen von Freunden waren dann halt einfach anders. Und gerade wenn Kinder ins Spiel kommen, dann ist es auch sehr, sehr oft der Fall, dass eben Freunde sich entfremden, entfernen voneinander. Sarah Lucia, hallo. Interessen ändern sich dauernd. Ja, aber jetzt sehe ich an mir. Meine Interessen ändern sich auch wahnsinnig oft. Ist wirklich so. Wie gesagt, das mit dem Manga zum Beispiel. Das hat bei mir jetzt Anfang 2023 angefangen. Und jetzt ist es eine richtige Sucht von mir geworden. Also. Ja, wupp. Wow. Nein, ich wurde doch noch getroffen. Voll risky Manöver hier. Hui. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte es voll gut hingekriegt. Aber nein, habe ich nicht. Nein! Oh Gott. Warte. Ja. Und. Ja. Oh. Alter. Hui. Das ist alles so gefährlich. Nein! Ich sag doch gefährlich! Oh, Alter! Nein, 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 nein! Oh. Ach, ich hätte zurück müssen! Ach, ich hätte einfach nur zurückgehen müssen, oder was? Ah, okay. Ja, Mann, das konnte ich ja nicht riechen. Ich dachte, ich muss mich fallen lassen. Ja, von wegen. Was sagst du da über Gronkh? Ja, darf man nichts sagen. Solange man dann auch vernünftig und ohne böses Blut auseinandergeht, ist das doch gut. Ich hatte früher teilweise auch andere Freunde als heute. Nur eine Freundin habe ich seit dem Kindergarten. Ja, also. Gut, es ist halt, was heißt aus dem Guten? Man meldet sich halt einfach auch nicht mehr wirklich so. Man streitet sich nicht, man meldet sich halt einfach nur nicht mehr und macht halt kaum was miteinander. Das ist halt, das ist so mein Ding von wegen, man geht halt auseinander. Ist ja nicht so, dass man jetzt explizit ausspricht, so, wir haben jetzt nichts mehr miteinander zu tun. Ist das okay? Sondern es ist, schleicht sich halt langsam aus, ne? Hui! Und los geht's! Persona! Oh oh. Brecht da alles zusammen? Ja, wie immer. Dreht wieder alles durch. Alles geht kaputt. Okay,
Ja, und ich komme da nicht hoch. Ach so. Ich wollte sagen. Ah, wir müssen uns gegenseitig helfen. Ja, dann beeil dich. Oh Gott, Hilfe. Okay. Ja, hä? Wie schnell geht das? Wir bekommen heute noch unseren neuen Wohnungsschlüssel. Neue Wohnung. Immer spannend. Ich bin in meinem Leben aber schon viel zu oft umgezogen. Ich glaube, ich verzichte auf großes Umziehen. In nächster Zeit. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder umziehen werde, weil in meinem Leben bin ich einfach schon viel zu oft umgezogen. Ja, komm. Mach doch jetzt da hinten. Sag mal. Jetzt. Achso. Ich muss das richtige Timing abpassen. Wusste ich ja nicht. Ja. Oh je. Nur weil ich Gummibärchen gegessen habe, habe ich mich ja selber abgelenkt. Okay, wenigstens den fast alle haben wir gekriegt, okay? Man muss ja nicht immer alles perfekt machen. Mir wird immer ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn ich mit anderen was mache. Hä? In deiner Beziehung? Dann ist aber eine sehr toxische Beziehung, ganz ehrlich. Oder halt, oder meinst du freundesbasiert? Ja, Mann, ich sehe das doch nicht. Das kann ich doch nicht riechen, wie ich dann fallen muss. Halt dich doch fest! Okay, warte. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ach, jetzt kann sie das Ding. Weißt du aber, wenn ich sonst runterfall, dann hast du diesen komischen Schirm nicht. Ich kann nichts sehen. Ja, genau, so. Zieh wieder zurück in den Norden, dann bist du dichter bei mir. Ich würde es so gerne. Ganz ehrlich. Ach, die Schleife habe ich auch nicht gefunden. Ach, scheiße. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Jetzt auch von meinem Sohn und so. Ich würde gerne wieder zu den Verwandten im Norden ziehen, tatsächlich. Also wirklich, ich vermisse sie schon irgendwie. Aber jetzt, wo mein Sohn sich hier Fuß gefasst hat und so weiter, das würde ich einfach nicht. Ich würde ihn jetzt nicht rausreißen wollen. Ich kann ja eigentlich glücklicherweise von überall aus arbeiten, aber jetzt ihn nochmal rausreißen aus dem ganzen Geschehen hier, das wäre heftig.